schweren Kämpfen haben unsere Soldaten ihren Angriff bisher vortragen können. Noch scheint das Tagesziel erreichbar. Doch plötzlich lässt das Feuer unserer Waffen nach. Panzer und LKWs bleiben stehen. Der Angriff verliert an Schwung und kommt fast völlig zum Erliegen. Wie kommt es zu dieser plötzlichen Krise? Die Antwort ist einfach. Der dringend erforderliche Nachschub an Betriebsstoff, Munition und Verpflegung ist ausgeblieben. Munitionsmangel, Hunger und Durst wirken sich auf Moral und Stimmung unserer Soldaten bereits negativ aus. Der Angriffserfolg erscheint fraglich. Wird der Nachschub noch rechtzeitig herankommen? Die herkömmlichen Methoden mit Trägern, Tragtieren oder LKW-Kolonnen, die kämpfende Truppe zu versorgen, bedeutet gefechtsentscheidenden Zeitverlust. Geländeschwierigkeiten wie Felswände, Flüsse ohne Brücken, unwegsames Bergland. Überschwemmungen, verschlammte Straßen oder Schneeverwehungen und Glatteis stellen die Nachschubkolonnen vor unlösbare Aufgaben. Abgeschnittene Truppen können nicht auf herkömmlichen Wegen versorgt werden. Und trotzdem erreicht der Nachschub unsere Truppen. Waffen, Munition, Verpflegung, Wasser, alles kommt durch. In all diesen Fällen gibt es nur einen Weg der Versorgung, den Weg durch die Luft. Schwere Transportflugzeuge überspringen alle Geländeschwierigkeiten und feindliche Linien und setzen mit Fallschirmen Versorgungsgüter aller Art an festgelegten Plätzen ab. Nicht nur leichtes Gerät, sondern auch schwere Waffen und Fahrzeuge werden heute an Fallschirmen gelandet. Oft bedeutet diese Hilfe aus der Luft in letzter Minute die Rettung oder die entscheidende Unterstützung zur Erfüllung des Auftrages. Die Durchführung einer solchen Luftversorgung bedarf einer sorgfältigen Planung und Vorbereitung. In Verlastelagern werden Versorgungsgüter und Verlastegerät gelagert und zum Absetzen vorbereitet. Auf nahegelegenen Flugplätzen werden die absetzfertigen Lasten in Transportflugzeuge verladen. Diese Verlastetätigkeiten werden von besonders geschulten Fallschirmjägern ausgeführt. In Verlastelehrgängen haben sie alle Handgriffe erlernt, die zur Vorbereitung und Durchführung eines Absetzens aus Transportflugzeugen nötig sind. Soeben hat der Chef einer Luftversorgungskompanie Nachricht erhalten, dass ein vom Gegner eingeschlossener Verband auf Nachschub wartet. ...30 Tonnen Munition, 25.000 Liter Betriebsstoff, schwere Waffen, Fahrzeuge, Wasser, Fernmeldegerät und Sanitätsmaterial und Verpflegung für 4.000 Mann müssen den hart kämpfenden Truppen in kurzer Zeit zugeführt werden. Die von der Truppe benötigten Versorgungsgüter werden sofort in Verlastelagern bereitgestellt und aufgestapelt. Eine Vielzahl von Arbeitskräften ist dazu erforderlich. Mit besonderer Sorgfalt werden die Lastenfallschirme gepackt, da jeder Fallschirmversager Verlust wertvollen Versorgungsmaterials bedeutet. Die Schirmkappe
wird nach einem bestimmten System gefaltet und zusammengelegt. Die Fangleinen werden gleichmäßig eingeschlauft. Schließlich wird der zusammengelegte Fallschirm im inneren Verpackungssack verschnürt und an der Last befestigt. Jede Unachtsamkeit muss beim Packen der Schirme unbedingt vermieden werden, um Fehlöffnungen auszuschalten. Die einzelnen Versorgungsgüter werden zum Absetzen vorbereitet. Um zu verhindern, dass einzelne Versorgungsgüter kilometerweit im Gelände verstreut umherliegen, setzt man sie nicht Stück für Stück oder Kiste für Kiste ab, sondern stellt mit Hilfe von starken Hanfseilen oder Gurten Lasten aus verschiedenen Stückgütern zusammen. Unter den Lasten befestigte Plattformen erleichtern den Transport auf den Rollwegen und das Absetzen aus dem Flugzeug. Sowohl Leichtlasten, wie hier Munitions- und Verpflegungskisten, als auch Schwerlasten, wie Fahrzeuge und Geschütze, werden vom Verlastepersonal absetzfertig gemacht. Vorbereitung von Schwerlasten, insbesondere von Fahrzeugen und Geschützen, erfordert kompliziertere Arbeitsvorgänge als die Fertigstellung von Leichtlasten. Gabelstapler heben die Lasten an, damit diese auf Polster gesetzt werden können. Polster verschiedener Art und Stärke und Sperrholzrahmen fangen den harten Aufprall der Last bei der Landung ab und verhindern Beschädigungen an den Versorgungsgütern. Die Lasten werden auf Rollwege gebracht und so von Station zu Station transportiert. Mit starken Nylongurten werden sie auf Plattformen verzurrt. Spannhaken erleichtern später das Entzurren nach der Landung. An den Fahrzeugen wird der Rückspiegel nach innen geklappt und das Lenkrad auf dem Sitz festgebunden. Zum Abschluss werden die Fallschirme an der Last befestigt. Selbst 105 mm Haubitzen werden auf diese Art als Schwerlasten vorbereitet. Gewissenhaftigkeit und fachliches Können der Verlastespezialisten geben die Gewähr, dass die Versorgungsgüter voll einsatzbereit in die Hand der Truppe gelangen. In großen Verladelagern werden die verlasteten Nachschubgüter zusammengefasst und einer abschließenden Kontrolle unterzogen. Das Absetzpersonal erhält besondere Ladelisten, die mit den zugeteilten Lasten verglichen werden. Anschließend beginnt die Verladung auf LKWs, wobei die Gabelstapler wiederum wertvolle Dienste leisten.
LKWs bringen die Lasten zu bereitstehenden Transportflugzeugen. Was als Fließbandarbeit beim Verlasten begann, findet beim Beladen der Flugzeuge ein vorläufiges Ende. Das Verladen der Lasten erfolgt in Flugzeugen vom Typ C-119, die besonders für Luftversorgungsvorhaben geeignet sind. Das Heck dieser Flugzeuge kann zum Absetzen von Lasten abgenommen werden. Der Boden des fliegenden Güterwagens ist mit Rollbändern belegt, die sowohl ein leichtes Beladen der Flugzeuge als auch ein ungehindertes Absetzen der Last ermöglichen. Die Lasten werden am Boden der Flugzeuge verzurrt, damit sie beim Flug nicht verrutschen oder den Laderaum vorzeitig verlassen können. Es erfolgt die letzte Einweisung der Flugzeugbesatzung und Absetzer. Der Pilot vergleicht seinen Flugauftrag mit der Karte. Das Flugzeug wird startklar gemacht, der Verband kann starten. C-119 kann mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 280 km pro Stunde rund 9 Tonnen Nachschubgüter bis zu 2000 km Entfernung transportieren, ohne nachzutanken. Der Co-Pilot hat die Absetzzone erkannt. Im Laderaum haben die Absetzer die Lasten freigemacht. Über dem vorgesehenen Absetzplatz verlassen die Versorgungsgüter die Flugzeuge. Sicher schweben sie an ihren Fallschirmen zur Erde. Bergekommandos der Luftversorgungskompanie springen hinter den Lasten her, um beim Freimachen der Lasten zu helfen. Die Versorgung der Truppe mit schweren Waffen, Munition, Verpflegung und Betriebsstoff ist sichergestellt. Über hunderte von Kilometern wurde in einem Zeitraum von wenigen Stunden eine große Menge von Nachschubgütern durch die Luft transportiert. Die Fallschirme, die die Lasten zur Erde trugen, werden geborgen und verladen. Nach dem Entzurren werden Fahrzeuge und schwere Waffen in Stellung gebracht. Munition und Verpflegung werden ausgegeben. Nach Auftragserfüllung kehrt der Lufttransportverband zu seinem Starthafen zurück. Noch einmal ist die Luftversorgungskompanie angetreten. Ihre Männer packen die Fallschirme, verlassen die Versorgungsgüter, bedienen die Gabelstapler und setzen die Lasten aus dem Flugzeug ab. Ihr Verdienst ist es, dass die Truppe an der Front schnell und ausreichend mit notwendigen Nachschubgütern versorgt wird.